Ja, servus Pascal. Die Clubfans konnten dir via Instagram Fragen stellen. Das sind einige zusammengekommen und die stellen wir jetzt mal dir. Was hat dich dazu bewegt, zurück zum Club zu kommen? Ja, ich glaube, wenn man hier aus Nürnberg kommt, wenn man hier 10 Jahre in der Jugend gespielt hat, ist es immer interessant, wenn der Club anklopft. Und da habe ich eigentlich nicht lange damals überlegen müssen, hierher zu kommen. Bist du wieder komplett voll ins Mannschaftstraining eingestiegen? Jetzt noch 1-2 Wochen teilweise, also noch ohne Zweikämpfe und dann der Übergang in circa 2 Wochen, wo ich dann mit Zweikämpfen anfange und dann werde ich wahrscheinlich danach gleich komplett im Mannschaftstraining sein. Mit wem verstehst du dich am besten aus der Mannschaft? Ja, ist schwer jetzt jemand rauszupicken. Ich verstehe mich mit allen gut, aber ich glaube eher, die Älteren haben natürlich mit ihren Kindern, ist immer was anderes. Wir haben viele junge Spieler hier, mit denen ich mich allen gut verstehe und deswegen ist es schwer, jetzt jemanden rauszupicken. Du hast gerade schon angesprochen mit dem Mannschaftstraining. Die allgemeine Frage, wie geht es dir gesundheitlich aktuell? Sehr gut. Also habe jetzt auch einen Test gehabt, wo ich alles testen musste mit Sprüngen und Richtungswechsel. Habe ich alles bestanden. Nur noch Krafttest war noch ein bisschen Unterschiede, was normal ist. Aber sonst läuft es richtig gut. Mein Knie reagiert nicht. Also denke ich so wie geplant in 2-3 Wochen, dass ich im Mannschaftstraining bin. Ja, du hast die Trikot Nummer 20. Hat die eine besondere Bedeutung für dich? Ja, waren ja nicht so viele Nummern frei, wo ich gekommen bin und ich bin 2020 wieder zurück zum Club gekommen, deswegen habe ich mich dann für die 20 entschieden. Wie war die Zeit für dich, als du verletzt hast? Also auch mental eine schwierige Zeit für dich, da dann den Jungs beim Kicken zuzuschauen und selber nicht mitwirken zu können? Ja, es hat schon wehgetan. Also ich war ab und zu auch nicht im Stadion, weil es zu sehr wehgetan hat, wenn man weiß, dass es noch lange dauert. Mittlerweile bin ich natürlich immer im Stadion und ja, war keine einfache Phase, wenn auch mal Rückschläge kommen. Das ist natürlich nicht einfach, aber wenn man Familie, Freunde im Hintergrund hat, die einem immer positiv einreden und hilft natürlich einem und bin froh, dass die Zeit jetzt bald vorbei ist. Wie sehr sehnst du dich dann auch nach deinem ersten Spieltag, nach der Verletzungspause, dann auch ja wieder mit Fans? Ja, ist was sehr Besonderes. Bin froh, dass die Fans endlich wieder dabei sind. Wo ich meine 8 Spiele gemacht habe, war ja alles ohne Fans. Freut man sich natürlich umso mehr. Wer war bislang dein bester Mitspieler und wer war der beste Gegenspieler, gegen den du gespielt hast? Mitspieler, ja, bei Hertha, so Duda, Cunha waren schon richtig gute Zocker, also habe ich selten gesehen. Oder ein Kalou, der Champions League gewonnen hat, da hat man schon gesehen, was er drauf hat. Und bester Gegenspieler, gute Frage. Gegen Bayern eigentlich mit Boateng und ich glaube, damals hat Martinez hinten gespielt, war schon eklig zu spielen. Dann würde ich sagen, war es das soweit mit den Fragen von euch Fans. Wir bedanken uns bei dir und hoffen, dich dann bald wieder auf dem Platz sehen zu dürfen. Danke dir.